Ich will nicht mehr. Ich auch nicht. Geil, weiter. Das war's mit Whistleblower. Das Tschüss. war's mit, ja. Und somit willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Dem Super DLC. Ja, den Super DLC. Dem wohl besten DLC, den es jemals irgendwo gab. Wir wurden schon halb gerostet von dem. Wie hast du denn getauft? Sägemann. Dem Sägemann. Sägemann. Und haben uns. Der Arbeitsalltag von Mount Massive wieder. Wir wollten das nochmal. Ist da oben Licht? Ist das. Ja, na klar, da gehen die Schornsteine raus von dem Krematorium. Ja, ja, das, also, ja klar, also das ist normal und natürlich ist es so. Ey! Ja, wirklich. Geil. Ich liebe das. Gut, aber da oben konnten wir jetzt erstmal nichts machen. Ey, just drücken wir auf Aufnahme, habe ich schon wieder Hustenreiz. Ja. Gibt's doch gar nicht. Ich hatte heute Niesreiz. Ich bin froh, dass der jetzt weg ist. Wir können's, also sowas lässt sich halt nur bei Facecam schlecht rausschneiden. Ja. Also verzeiht, wie gesagt, wenn das dann ab und zu mal zu einem Hüsterli kommt. Aber ich denke, wir haben hier ganz andere Sorgen. Ja. Ja, als mal so ein kleiner. In Form von Hannibals Sohn. Ja. Dem Sägemann. War dahinter irgendwas? Was war mit. Ich würde schon Fragen sagen, mit Facecam. Mach mal hier die Facecam an den Outlast. Oh. Oh. Zumindest schon mal so etwas. Pfarrer Clark. Oh. Du, Icke? Soll ich? Du, mach du mal, bitte. Okay. Pfarrer Clark, es liegt mir fern, einen Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemandem bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen, oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Also Lobotomien sind wirklich sehr beruhigend. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie. Vor allem, wenn man die tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypnotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die sie sich wenden können. Und somit fällt diese Last und diese Berufung auf sie. Wir alle bauen auf ihren Glauben und ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen. Dr. Newhouse. Cool. Dr. Newhouse? Hat man den nicht auch in Outlast gehabt? Ach, und wer jetzt gerade nicht weiß, was Lobotomien sind, bei Lobotomien schneiden die, das hat man damals vollzogen mit Nervenheilanstaltpatienten, schneiden die halt den Kopf auf und schneiden die Sachen vom Gehirn weg, weil die denken, die sind krank und deswegen bist du nervlich am Ende sozusagen. Gehen auch durchs Auge durch und machen die Augen dadurch kaputt. So ein Scheiß. Sind Lobotomien. Ganz ekelhaft. Der krankeste Shit. Natürlich, sind Lobotomien. Annika, welchen Teil, dass sie uns. Haben sie mir haben sie dir dann rausgenommen? Nee, ja, wusste ich tatsächlich auch. Das wird aber heute bestimmt nicht mehr so gemacht. Also keine Angst. Ich hoffe nicht. Oh, oh Gott. Wo bist du jetzt da hingegangen? Ich hätte jetzt gefragt, wo wir hin müssen. Na hier. Ach so, da war noch eine Tür. Ist eine Tür. Ah, okay. Ich denke mal, da war so ein Zusatzraum mit, wo wir diese Dokumente halt kommen konnten. Ah ja, okay. Ich bin halt völlig durch den Wind, wa? Ich genieße so ein bisschen die Ruhe hier gerade, aber hier ist es mit Verstecken. Beste Voraussetzung, um Outlast zu spielen. Ja, ich denke auch, also für die meisten von euch ist es ja bestimmt auch unterhaltsamer, wenn wir uns in den Hosen kacken. Also so tatsächlich auch. Also vielleicht doch die Leiter hoch und da irgendwo hin? Anscheinend schon. Kommt jetzt wieder Flying Man hier? So, naja. Wir müssen jetzt Fire in the hole, sorry. So, gucken wir mal. Ah, guck mal, von da hoch klettern einfach. Leertaste, glaube ich, war das. Genau. Oder auch nicht. Jetzt, alles klar. Sehr gut. Naja, ich habe dazugelernt jetzt auch über die Jahre Outlast. Wir haben uns das Addon der Zelda Schuhe, wie hießen die? Gleitstiefel. Gleitstiefel haben wir uns installiert. Oh Mann. Oh, gucken. Hey! Kicke an, Jungs und Mädels. Wow. Beer Pro. Geil, Alter. Jetzt musst du so Partymucke drin schneiden. Geil, Alter. So,
Gehen wir mal hier lang. Ah, jetzt ist wieder. Ach, ich okay. Jetzt. Nee, ach, okay, hier können wir aber. Ich wollte schon sagen. Ja, bitte nimm von da aus Anlauf und spring da rüber. Deswegen. Wow, Alter. Are you sure? Was will denn der Wallrider überhaupt? Schon wieder? Immer noch? Vor allen Dingen auch schon so zeitig und so. Ja. Wie gesagt, ich find's krass, dass er so frei rumfliegt. Vielleicht haben die ihn hier gerade überhaupt gar nicht unter Kontrolle. Na, ich guck nochmal hier rum. Ja, mach mal. Könnte ja eventuell irgendwas liegen. Hat sich jemand eine kleine Stadt aufgebaut? Ist natürlich ein wunderschöner Platz dafür. Ich wollte gerade sagen, also wenn das nicht über dem Krematorium und unter den dampfenden Schornsteinen. Oh, hier kann man sich auf jeden Fall mal schön chillig niederlassen. Hey, warum nicht? Geil. Kann seine Nachwirkung der Lobotomie genießen. Was war das? Ach, das war die Hand. Speichert. Geil. Okay. Oh, ich hoffe nicht, dass das... Oh, da ist eine Batterie. Ich will sie haben. Wir wollen sie haben. Ja, aber es geht aber natürlich nicht. Boah, meine Fresse, ey. Ich finde, der Typ hat jetzt schon Richard Traeger ein bisschen überboten. Definitiv. Einfach nur, weil er hinter uns stand. Ja, also ich finde auch. Also die Jumpscares sind bis jetzt ziemlich gut gemacht. Ja, weil gar keine sind. Der stand einfach nur da und ich bin... Ja, ne, ja, klar. Wir sind ausgerastet. Cool, coole Sache. Leute, ich hab schon wieder so gar keinen Bock mehr. Ich bin extra langsam gelaufen in dieser ganzen Ruhenphase, damit ich dann so, oh, schon wieder 20 Minuten rum, Mensch, Annika. Jetzt musst du aber wieder ran. Outlast DLT. Wir haben zwar nichts erreicht. Oh, da ist er. Sehr gut. So, aber Funkgerät. Ist noch nicht ganz, ne? Nee. Ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, wir müssen ja wirklich beachten, dass es ein DLC, dass nach dem Funkgerät jetzt auch nicht mehr so viel kommen wird. Mm-hmm. Vielleicht. Es ist ja wirklich. Ja, das ist halt eine Ergänzung zum Hauptspiel. Ja, genau. Ich meine, mit den schon geil genug, dass sie überhaupt machen, ja. Ja. Ich meine, bei DLCs sind immer so eine Sache. Du kommst nicht dazu, dich mal zu unterhalten, ja? Vielleicht möchte man sich auch mal unterhalten hier. Das ist die Säge, ist eine Säge. Der Typ macht mich fertig. Fetti Fettmann, bitte komm. Und rette uns vor dem Sägenmann, damit wir wieder vor dir wegrennen können. Die DLCs, wie gesagt, werden ja auch oft missbraucht, sag ich mal, also weil dann wirklich letzten Endes Geldmacherei ist. Und gibt ja natürlich auch DLCs, die jetzt nicht story-relevant sind, sondern sowas wie ein Cappy für 2,99. Das stimmt. Meinetwegen jetzt mal. Ja, das stimmt. Und sowas ist einfach nur schwachsinnig. Aber auch Story-DLCs können echt nach hinten losgehen. Ja. Obwohl wir bis jetzt Let's Play technisch gute Erfahrungen gemacht haben mit DLCs. Ich versuche gerade uns abzulenken, sorry. Ja, ja. Ja, Last of Us war auf definitiv ein sehr, sehr gutes. Ich hab's gesagt. Neurologie. Oh Mann. Da müssen wir auch hin. Library. Also da geht natürlich lieber in die Bibio. Ist es die Library? Die ekelhafte Library vom Anfang von Outlast? What the fuck? Nein, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße! Aber das hast du gut gemacht. Oh. Fast. Ja, aber er. All gut. Er bewegt sich manchmal so komisch. Ja. Also gar nicht halt. All gut, nur renne. Boah, also. Leertaste? Nur Leertaste. Ohne Shift, da Shift loslassen. Die Probleme hatte ich von mir. Ja. Taste aber sehr gut gemacht. Ja, ja, bau mich auf. Ja, guck mal, wir sind doch schon weg. Er kann uns nichts mehr. Ach Gott. Mach doch sowas nicht. Ey, ich finde das wesentlich schlimmer als beim ersten Mal. Da habe ich noch nicht so eine Kacke. Ich habe mit 5 Minuten Sachen deswegen übersehen, aber egal. Wie er sagt, füttere mich. Ist das ekelhaft. Oh. Was ist denn hier los, ey? Wo kommt er her? Wer ist er? Das wurde noch nicht erklärt. Aber du, ganz ehrlich, der kann auch gerne eigentlich kann er uns mal tierisch am Arsch lecken, aber ich würde wirklich gerne wissen, wer er ist. Ja. Also verzeihtet uns bitte, wenn wir jetzt hier dann nicht so eh auf 100% oder sowas machen. Nee. Ist mal endlich... Guck mal, da ist endlich mal jemand an der Toilette. Das hat man vorhin hier. Oh Gott, der trank ihn gerade da drunter. Wir da aufmachen können? Ob wir das überhaupt wollen? Oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so ein Instant Death... Naja, mein Gott.
Ach, wisst ihr was? Weitermachen. Tschüss. Oh Mann. Schon ein bisschen grenzwertig, ne? Hier kommen wir her, ne? Ja. Ja. Ja, da kommen wir her. Ja, ja, ja. Wie hier nur über diese Schleusen und Schutzräume sind. Das war ja später gar nicht mehr. Ja. Oh Gott. Helfer! Ach, den lassen das wir. Gas, das Gas abstellen. Den lassen wir einfach mal. Dreh das Gas ab. Um Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Oh Gott, hab ich mir was. Hui! Das war gruselig! Nee, das war eher. Das war ein typischer Outlast-Jumpscare. Das stimmt. Ich muss sagen, immer wenn es so klopft, hab ich die Hoffnung, dass Fatty Fettmann. Weil der hat doch auch mal so gegen die Tür geknallt. Ah! Oh Gott, das ist nicht Fatty Fettmann. Das Ding ist, das war jetzt eigentlich so weit von offensichtlich, ja, weil man hat schon gehört, dass es diese Tür ist. Guck mal, kennst du ihn noch? Ach so, kloppt er an die Tür. Natürlich. Tschüss. Alter. War unten im Gefängnistrakt, da steht er dann irgendwann. Oh, guck mal. Was sind das? Die Träume? Ich kann das nicht sagen, gell. Schon wieder verstecken? Geil. Also ich hab auch wirklich, ich lauf hier wirklich so ein bisschen planlos durch die Gegend. Aber ich hab... Vielleicht will der das Spiel auch. Wie willst du denn hier bitte einen Plan haben? Ganz im Ernst. Wo ist denn hier der Plan hinter dem Kack? Waren wir hier überhaupt schon mal? Ich hab... Wow, falsche Richtung. Sorry, Bros. Fütter mich. Alter, ist er eklig. Füttere mich, ist sein Ernst, ne? Ganz ruhig, ist halt gut. Ja, ist alle gut. Ihr will uns keinen Segenmann oder so gerade töten. Jetzt stecke ich weg. Ja. Ah, fuck. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöder, eine blöde Stelle. Können hier, wir uns nicht mehr schnell bewegen, wenn wir verletzt sind, kann das sein? Was ist das denn? Oh, ne, ich hab gehofft. So, jetzt. Jetzt. Okay, wir leben noch. Wir leben noch. Also ich bin mir sicher, dass dieser Albtraummodus sowas ist. Genau. Jetzt wollte ich auch eigentlich gar nicht. Das ist nicht schlimm, ganz ruhig. Ich kann nicht ruhig bleiben, Annika. Da hoch, da hoch. Oder? Nee, scheiße. War da nicht eine Guck mal. Ja, hey! Guck. Oh. Alter, schon wieder. Oh, das war die falsche Seite. Aber, hey! Oh. Ja, kann sein, dass man schneller stirbt, ne? Kommen wir da rüber? Sollen wir da überhaupt hin? Ja. Ist das ein anderer Raum, ja? Ja. Ich spring nochmal eben, oder? Ach, kannst du nochmal? Nee, hier ist vorbei. Oder bewegen wir uns einfach nur... Nee, guck mal, das war der eine Raum, Okay. Jetzt sind wir hier. Ach, hier drin kann uns noch nicht sehen, weil die Tür noch zu ist. Ah. Von da kommen wir. Ja, ja. Von da ist er eher gekommen. Aber ich muss ja jetzt auch irgendwie mal so weit wissen wie. Da oben. Ganz ruhig. Snake, versuch dich nur zu beruhigen. Ja, das macht mich aber unruhig, wenn du versuchst, mich zu beruhigen. Achso, dann sag ich einfach. Wo war da einer? Scheiße. Wo war jemand? Nee, ich hab gerade so aus dem Augenwinkel, sah gerade so aus, als wenn hier ein Real Life einer ist. Vielleicht will ich nur beruhigen, Annika. Ach so! Mann, ey! Also, ohne Scheiß, ich bin diesmal wirklich ein bisschen. Wie gesagt, ich hab grad noch so einen Augenwinkel gedacht, da rennt jeder lang. Oh, Mann, ey. Tut keiner oder so. So, nee, aber hier rennt natürlich nicht wirklich irgendjemand lang. Nee. Kannst du mal nochmal gucken gehen, wenn du willst. Ja, nee, na klar. Das war jetzt natürlich so ein bisschen die Einbildung. Warum ist die Musik aus? Sind wir hier sicher? Was sind das für Knöpfe? Na, wahrscheinlich so Notknöpfe, falls du dich zu doll gefoltert fühlst oder so. Weiß ich nicht. Oder vielleicht zu wenig. Jetzt. Okay. Also so ganz alleine würde ich das wirklich nicht spielen wollen, Ludwig. Oder? Nein.
Also, nee. Also, nee. Ah. Nicht so ganz, nee. Nee. Annika, ich brauche nach diesem Part auf jeden Fall noch was von deinem super chinesischen Essen, um runterzukommen. Okay, Essen, Ja. und um runterzukommen. Ich glaube, ich brauche irgendwie 5 Kaffee und 10. Guck mal, das sind Esel. Ah, Donkeys! Ah, nee, sind es Pferde? Sind es Esel? Und jetzt sind so Pferdeesel. Pferdeesel. Fiesel. Oder Erd. So, hier ist nichts. Fiesel oder Erd? Mann. Ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, aber ja, irgendwas ist ja. Ich war selten so verwirrt in meinem Leben. Vor allem diese Gasding, so, wir sind doch jetzt schon wieder ganz woanders. Was sollte uns jetzt sagen? Das war so, oh, aber da ist nichts. Ich weiß nicht. Okay. Guck mal, hier sieht es aus wie in den Laboren. Das liegt eine Akte. Wo wir mal zum Schluss waren. Wurde außer wie bei Half-Life. Stimmt, ja. Bitte, ne? Ja. So, erste Patientenbefragung, erster bla bla bla, Alter des Patienten 36, Patienten, okay, also irgendein Patient halt so. Therapiestatus, minimale Aktivität des morphogenen Antriebs und nur bei Extremleveln Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kennen, immer wieder zurück zu Bildern von Isolation und Verrat. Zurück. Keine luziden Phasen, was auch immer das heißt. Diagnostik. Spirometrie ergab schwere bronchiale Akkumulation. Übereinstimmt mit Tabak- und Marihuana-konsumierenden Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. Boah, ich bin wirklich durch mit dem Kopf, ey. Anmerkung: Zur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 Lbs. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228 Lbs. Er war lethargisch und nicht ansprechbar. Ich versuche wirklich mit diesem Witz meine Angst zu übertünchen. Die ich habe vor diesem Zettel hier. Und brachte nur Interesse für das neunte Skriptmuster der Hypnotherapie. Hier, Wenige, auf. Oh. Das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Ach hier, das ist eure Typi wahrscheinlich. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt, ohne unter dem Einfluss von Anästhesiemitteln zu sein, eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht heilen. Friseur. Friseur. Eine Zwangsernährung für Mr. Minera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Ach, er heißt Minerva, der Sing-Typ, oder wie? Habe ich jetzt richtig Das verstanden? vermute ich, dass der ist jetzt hier, ja, genau. Okay. Hattest du nicht noch ein Out, das erklärt, was luzide Traumphasen sind? Nö. Da hatten wir das Wort nämlich auch schon mal. Da waren ja auch so monster viele Dokumente. Sollte ich vielleicht. Ist ja okay. Cool down. Na, also da bist du auch so super sicher. Wo ist der Knopf? So, Funkgerät will immer noch nicht das sein, was wir ursprünglich suchen. Nee, wir bräuchten mal einen Knopf. Ready? Okay, wir Muss können mit ja etwas hier nicht gehen. anscheinend durch. Oh. Nee. Sag mal, sind wir jetzt einfach umgangen oder? Ich weiß es nicht. Können wir da einfach durch? Nee, bestimmt nicht, oder? Gasroom. Ja. Ja, da möchte ich hin. Träumchen. Versuchen wir mal, Im Sneaky-Modus. genau. Machen wir mal so wie Oh Solid Gott, oh Snake. Gott. Wallrider. Oh, speichert. Der Typ ist einfach nur abartig. Willst du dich im Spind verstecken? Haben wir jetzt hier gerade ein bisschen Zeit? Er Ich kann es dir glaube. nicht sagen. Gespeichert hat er, ja? Gespeichert hat er gerade, wo wir reingegangen Weil sind. der Part ist am Ende. Wir auch. Wir nämlich auch. Wir brauchen jetzt wirklich mal einen kurzen Break. Ja. Hammer geil bis jetzt. Ja. Bis jetzt wirklich cool. Ich bin mal gespannt, wie weiter geht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Outlast Whistleblower. Also wahrscheinlich sind wir dann noch beide da. Man weiß es noch nicht so genau. Tschüssing. Tschüss.